Hallo liebe TMR-Zuhörer und Zuschauer, wir befinden uns heute in Jena im F-Haus zur WXW Fight Forever Tour 2017. Und was wir dort erlebt haben, werdet ihr jetzt sehen. WXW steht für Westside Extreme Wrestling und heute sind sie zu Gast im F-Haus in Jena, das erste Mal in ihrer Geschichte. Hunderte Fans kamen ins F-Haus zum Mitteldeutschland-Pokal. Es fanden die Viertelfinal-Matches statt und hier ist jetzt für euch Crash Cash gegen Bad Bones John Klinger. Der Mitteldeutschland-Pokal wird ausgetragen in 4 Viertelfinal-Matches, 2 Halbfinal-Matches und natürlich dem Finale. Natürlich haben wir uns es auch nicht nehmen lassen und haben uns einen Wrestler vorgenommen. Und zwar niemand geringeren als Kim Ray. Viel Spaß mit unserem Interview. So, wir sind heute hier in Jena im F-Haus und heute heißt es WXW Fight Forever Tour 2017. Und ich bin hier jetzt gerade nicht alleine, ich habe den Kim Ray bei mir. Kim, du warst eine Zeit lang vor kurzem weg von der WXW und bist jetzt zurückgekommen. Was war so dein größter Bewegpunkt, zurückzukehren? Ich glaube, mein größter Bewegpunkt war einfach, dass ich das Wrestling vermisst habe. Weil wenn du zum ersten Mal in den Ring steigst und dann irgendwie in diese Bubble gezogen wirst, kommst du einfach nicht wieder raus. Und nach einem halben Jahr habe ich dann doch gemerkt, du vermisst es einfach ohne Ende. Und ich konnte einfach nicht die Füße still lassen und zu Hause bleiben. Es ging einfach nicht. Du stammst ja aus Dortmund, wenn ich mich richtig erinnere. Schlägt da dein Herz auch schwarz-gelb? Um ehrlich zu sein, nein. Also ich stehe gar nicht auf Fußball. Fußball ist, hat mich noch nie großartig interessiert. Als Kind war ich ein paar Mal im Stadion, klar. Wenn Dortmund gewinnt, freue ich mich. Wenn nicht, dann ist auch okay. Alles klar. Also, das ist der Dortmunder Junge, der nicht gerade unbedingt auf Fußball steht, aber akzeptiert. Aber er ist Wrestler. Und hier heute in Erfurt, gegen wen stehst du heute im Ring? Ich werde heute im Team antreten mit Johnny Rancid gegen Team Ringkampf. Also gegen Walter und Timothy Thatcher. Da sind wir mal gespannt. Wie sieht eure Strategie für den heutigen Abend aus? Weil Walter ist ja nun doch schon ein großer Koloss und Timothy Techniker noch nicht schlecht. Wie sieht es da bei euch aus? Johnny und ich haben noch nie zusammen im Ring gestanden. Das heißt, große Teamaktionen wird es da sicherlich nicht geben. Aber ich glaube, ich kann durch meine Erfahrungen mit meinen Matches gegen Walter und auch gegen Timothy sicherlich einiges am Match beitragen, dass wir wenigstens so ungefähr wissen, was uns erwartet. Es ist ja auch der Mitteldeutschland-Pokal heute hier. Ja. Wer ist dein Favorit? Mein Favorit ist, ehrlich zu sein, Jörn Simmons. Jörn Simmons, der Niederländer. Wie sieht es bei dir aus? Es gibt ja die große Koalition Rise. Der Einzige, der da noch keinen Titel hat, Pete Bouncer, der immer ein bisschen nebendran steht. Er ist, glaube ich, im Mitteldeutschland-Pokal der Underdog. Oder er könnte es versuchen, sich dadurch auch einen Titel zu besorgen, oder? Ich glaube, gerade weil wir hier im Osten sind, ist niemand wirklich ein Außenseiter, weil gerade auch viele Leute, die aus dem Bereich hier kommen, hier viel Erfahrung gesammelt haben, sind nie zu unterschätzen. Und daher glaube ich nicht, dass Pete Bouncer der Außenseiter ist. Also, wir lassen uns überraschen. Wir sammeln für euch schöne Erfahrungen. Danke an Kim Ray, dass du dir die Zeit genommen hast, kurz für ein Interview. Und wir sehen uns nachher gleich wieder mit Bildern hier aus der Halle, dem F-Haus in Erfurt. Nun haben wir noch ein paar Impressionen für euch aus dem Match Jörn Simmons gegen Zeritus. Zeritus ist der Lokalmatador. Er kommt aus Gera und hat richtig aufgeräumt im Ring. Ja, also ich finde wirklich geil, weil es sehr viele Events hier in der Umgebung gibt. Also Gotha, Erfurt, jetzt Jena.
Und ich finde auch die Storylines sind halt echt cool mit Rise, obwohl ich es nicht so mag, aber egal. Und ja, ansonsten die Stimmung hier, die Leute, die Crowd. Ja, das ist eine bestimmte Atmosphäre, die sicherlich nicht jede Liga erreichen kann. Das war jetzt unser Bericht über die WXW Fight Forever Tour 2017 live aus Jena.